Nerven jetzt so ein bisschen zu beruhigen, wurden wir alle an eine Location gesendet, zu der eigentlichen Aftershow-Party. Natürlich ist die Stimmung hier nicht ansatzweise gut. Aber wir versuchen uns alle ein bisschen zu beruhigen. Die Location ist echt schön, es war verrückt. Es wurde wirklich ein Riesenradius um die Halle herum evakuiert. Aber wir sind hier im schönen Mannheim und alles ist gut. Und ich trinke mein Wasser allein. Er hat so viele schlimme Dinge, was jetzt alles gewesen sein soll. So viele Gerüchte. Ich habe einfach nur Angst, das, was ich weiß. Ich weiß, dass ein Anruf stattgefunden hat einer Frau. Und ich weiß auch ganz sicher, dass irgendwie ein Koffer gefunden wurde, der wohl sehr verdächtig war. Keine Ahnung, ob Entwarnung ist, ob es überhaupt gar nichts gab. Ich bin wirklich baff. Ich kann einfach nicht mehr. Ich gehe jetzt auch schlafen. Ich ziehe mich jetzt aus. Das Oberteil ist von Lovelin, der Rock ist von Jenny, weil meine ganzen Sachen sind noch in der Halle. Ich bin gespannt, wann ich meine ganzen Sachen irgendwie abholen darf. Jenny ist schon umgezogen und wir gehen jetzt pennen. So ein dober Abend. Ich hätte den Walker öffnen können von den ganzen Gewinnerinnen. Das wäre so cool gewesen und ich hatte ein cooles Kleid. Und wir hatten alle Todesangst. Und schon allein der Gedanke, es könnte da jemand gewesen sein, der eine Bombe hochgehen lassen wollte, der löst in mir Tränen. Ich bin dem lieben Gott einfach nur sehr, sehr dankbar, dass das alles so ausgegangen ist. Und ich bin glücklich. Und die Menschen, die darüber Späße machen oder sich aufregen, Menschen, die sich aufregen, dass irgendwie, keine Ahnung, Polizei an denen vorbeifährt. Und das wäre so nervig, so viel. Hallo, geht's euch noch gut? Es ist unglaublich. Ich habe es in dem Moment echt nicht realisiert. Jetzt realisiere ich das und jetzt bin ich echt kurz vorm Heulen. Es ist so unglaublich. Ich will eigentlich nur noch nach Hause, aber meine Sachen sind eben in der Halle. Und ich bin so froh, dass Jenny dabei war, meine beste Freundin. Ich, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Oh Gott. Ich kann dem lieben Gott echt nur danken. Oh Gott, ich muss heute Abend echt beten. Naja, Leute, passt auf euch auf. Ja, wir überlegen uns gerade echt, wie schnell man jemanden verlieren könnte in seinem Leben. Der ist dann einfach raus. Wir waren jetzt 13.000 in der Halle und stell euch mal vor, wirklich eine Bombe wäre hochgegangen. Wie viel Familien das zerstören würde. Und jetzt bin ich auch in einem Hotel, wo eben alle VIPs untergebracht sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass hier auch der Terrorist... Ich kann einfach nicht schlafen. Egal, Leute, passt auf euch auf. Gute Nacht. Alles wird gut und seid Gott dankbar für euer Leben.